Sie haben gesagt, als wir das letzte Mal da waren, ich habe einen Schalter umgekippt in mir und dann habe ich die Möglichkeit vom Tod akzeptiert. Ist das so einfach? Es war einfach so. Man ist in einer Notsituation. Das ist ganz klar. Die einen reagieren so, die anderen reagieren anders. Und ich bin jetzt halt einfach der, der die Situation ganz realistisch eingeschätzt hat. Oder? Ich ziehe nicht tief den Hut davor, wie Sie sich auf das haben können einstellen können. Ja. Wenn man sich sagt, ja, ich habe das jetzt, verliert man dann die Angst vor dem Tod? Ja, also ich glaube, jeder Mensch hat Angst vor dem Tod. In dem Sinne, es fragt sich nur, wie gross das die Angst ist. Oder? Ich habe sogar von Fällen gehört, die sind völlig abstrus, aber die sind eingetreten. Hat jemand so Angst? Es gibt Menschen, die haben so Angst vor dem Tod. Die bringen sich um deswegen. Vor lauter Angst. Nicht? Das ist ja eigentlich ad absurdum geführt. Aber so weit kann es gehen. Ja, aber ich bin auf der anderen Seite von der Skala. Sie haben sich total versöhnt mit dieser... Ja, versöhnt. Also, meine, niemand macht das gerne. Ich sage es Ihnen nochmal. Ich will auch nicht den Held spielen. Aber in dieser Situation, habe ich so erlebt, auch selber gegenüber dem Schalter übergekippt und mich mit dem Gedanken müssen befassen. Wie Sie, als ich noch jung war, im vollsten Blüte, dann denkt man nicht, dass das. Dann findet man sich fast unsterblich. Aber es gibt bei jedem Menschen mal den Augenblick, entweder er wird alt und merkt, dass er schwach wird. Das bin ich ja nicht gewesen. Und oder er wird krank. Dann kommt man an die Situation, dass man eigentlich mal denkt, der Tod ist gar nicht so weit weg. Der kann jederzeit eintreten. Ja. Nur, das Problem ist immer, wie man dann stirbt.